Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Asternstrauß. Okay. Zu einem weiteren Let's Play Prey. Drei Neuromods. Nice. Wir haben jetzt 6. Ah, für Hecken 4. Ich will ja Hecken 4 vielleicht lernen, damit ich da hinkomme in diese Fahrstühle rein. Brauchen wir 8. Aber mir wäre eigentlich fast noch lieber, wenn ich den Code finde, damit ich mir halt die 8 Neuromods für Hecken 4 sparen kann. Weil ich glaube, so oft wird man Hecken 4 gar nicht brauchen. Bisher war das höchste Hecken 3, was ich regelmäßiger genutzt habe. Deswegen wäre mir das eigentlich ganz recht, wenn wir das nicht benutzen müssten. Weil 8 Neuromods sind echt verdammt viel. Ich sag gerade ziemlich oft echt, aber egal. Nachladegeschwindigkeit. Ich glaube, dann ja, brauchen wir jetzt nur noch ein Waffen-Upgrade und haben wir die Pumpgun maximal aufgebessert. Oh mein Gott, und ich sehe erst jetzt, dass hier Schrotpatronen liegen. Sehr geil, na endlich. Ich meine, es sind nur 15 Stück, das ist besser als nichts. Oh mein Gott, ich habe euch vermisst. Gar nicht mitbekommen. Das ist natürlich sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Auch wenn ich die jetzt wahrscheinlich erstmal nicht brauchen werde und eher das hier brauche. Wenn ich hätte alle E-Mails gelesen, aber die Programme habe ich mir nicht angeschaut. Reiskarte. Sehr gut. Okay, Fabrikator ist so lila. Hier ist ein Fabrikator, aber... Ja, müssen wir halt erst das ganze Ding hier verlassen, also... Kantine, hä? Das ist aber... Also, es ist ja riesengroß, sehe ich gerade. Das Gebiet, aber okay, da gehen wir zuerst hier hin, in Richtung Küche. Alter, das ist ja riesig. Das Gebiet ist ja wirklich massiv groß. Vorstandsetage, wie kommen wir denn da hin? Naja, egal. Überwachungsaufzeichnung. Überwachung, geheim. Auf Anweisung von A.U. habe ich einen Bericht über... Annalise Gallegos und bekannte Mitwisser erstellt. Enthalten ist ebenfalls eine verdächtige Unterhaltung zwischen Will Mitchell und Quinton Purvis, umgehend IU zur Prüfung vorzulegen. Wachungsaufzeichnung. Der Container steht bereit. Das ist... Bewachungsbericht Dr. Annalise Gallegos. Bekannter Komplize Quinton Purvis, Technik Lebenserhaltung, bekannter Komplize William Mitchell, Küchenchef, Besatzungsquartiere. Zielperson hat Privatquartier verlassen, vermutlich für ihre erste Schicht von Sicherheit in Psychotronik bestätigt. Zielperson während Schicht in Privatquartier zurückgezerrt, Ursache unbekannt, Quinton bla bla bla, betreten, Laufwerk verlassen, Zielperson hat Privatquartier verlassen, Kantine besucht, na 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 na, ach, alles interessant. Echt schräg, Quinton. Ich weiß, aber wenn... Ich will's nicht wissen. Ich tue Ihnen einen Gefallen, mehr nicht. Frachtcontainer 3232 steht auf der anderen Seite von Frachtraum B, neben dem Unterführungstunnel. Als ich Küchenchef im Rauminstitut war, hat mich niemand gebeten, Essen in einem Container zu verstecken. Nur nicht so viele Aale, ja? Deswegen waren vielleicht die ganzen Aale da in dieser schwebenden... In dem Tunnel ohne Schwerkraft, da war ein Tunnel, wo ganz viele blöde Aalstücke rumgeflogen sind und ich habe mich gefragt, was die da machen. Jetzt wissen wir es, weil der eine Typ, die da versteckt hat und der Container kaputt gegangen ist. So erfährt man also auch die Nebensamen. Nice. Na? Hallo? Hallo? Ach ja, ich sollte mal ein bisschen aufpassen, dass hier irgendwo eine Mimik wieder rumhängt. Wäre uncool. Ich frage mich echt, ob die Zitronen anders schmecken als unsere Zitronen. Also sind die Zitronen nicht so sauer, dass man sie pur essen kann? Weil, warum liegen denn hier überall diese Zitronen rum? Und die Zitronenschalen? Dafür müsste man ja die Zitronen so essen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn halt, die schmecken eher wie Orangen oder so. Ich kann mich nicht beherrschen. Telepath, gut, jetzt wissen wir wenigstens, wo der ist. Versuchen wir mal wegzurennen, damit ich speichern kann. Dann versuchen wir den mal Platz zu machen, dann müssten ja alle Menschen wieder normal sein. Scheiße, aber dafür haben wir echt wenig Munition, wenn ich mir überlege, wie lange das gedauert hat, den letzten Telepath Platz zu machen. Eieiei. Schauen wir mal. Vor allem hängen da noch 3 Menschen mit ab. Oh, fuck. EMP-Ladung, Typhon-Köder, Nullwellentransmitter.
Ich will mal gucken, ob das irgendwas bringt. Es platzt immer wieder weg. Ich glaube, das bringt gar nichts. Ich werde noch mal laden. Jetzt mal davon aus, dass ich das als letztes gespeichert habe. Okay, also auf altmodische Weise platt machen. Das wird scheiße. Ich denke, ich werde versuchen, viel mit meinen Psi-Kräften zu arbeiten, wobei irgendwann auch diese Psi-Hypnos alle sind. Ich würde es halt eigentlich gern nochmal verbessern, aber ich muss mir jetzt leider diese Neuromods aufheben, falls ich dann doch die 8 brauche. Also waren wir jetzt hier schon? Ja. Okay, wir haben jetzt 8 Schuss und 18 davon. Also wir müssen echt viel mit... Ja, anders wird es gar nicht gehen. Mal gucken. Okay, scheint diesmal doch einfacher als gedacht. Ist gleich tot. Hä? Wo ist er denn hin? Er war doch tot! Also fast! Hör sie auf, sonst laufen sie weg. Sie sind das einzige Essen hier. Wenn sie noch ihr Gehirn haben, gut. Die anderen da, die nicht. Erschießen sie sie, bevor sie näher kommen. Das sind Puppen. Bomben. Ihr Herr ist in der Nähe. Töten sie die Bestie, die Puppen oder beide, bevor sie getötet werden. Wenn keine Puppen mehr da sind, reden wir vielleicht. Die Bitte des Kochs, sprich mit dem Überlebenden in der Küche. Ja, okay, ich bin schon lange fertig mit deinem Auftrag, verdammt. Und ich habe logischerweise nicht die in Anführungsstrichen Puppen platt gemacht, so wie es gehört. Peter Kopf, Joseph McSorley. Sind jetzt erstmal alle bewusstlos. Das ist mir aber auch okay. Also, auch nicht okay, sondern recht. Ich bin aber eigentlich. Ja, fast lieber, dass die da. Wobei, ist mir eigentlich egal, ob die jetzt bewusstlos werden oder halt dann einfach weiter labern würden oder laufen würden. Da könnten sie sich wenigstens bedanken und mir irgendwas geben. Ich meine, ich räume hier gerade die bewusstlosen Menschen aus. Das ist irgendwie makaber und merkwürdig, muss ich sagen. Aber ich mach's trotzdem. Und tragen könnte ich sie auch noch, lustigerweise. So. Gehen wir jetzt zuerst hin, ach ja, zum Fabrikator, damit ich mir... Ich gehe mal davon aus, dass keine Mimics mehr abhängen. Damit ich mir... Munition bauen kann. Ich müsste auch ein bisschen was an Material gesammelt haben. Und es müsste in der Richtung sein, weil es in der Küche ist. Also, der war in der Küche, der Fabrikator. Ich überlege gerade, ob ich mir erstmal hier die... Ja, ich kläre erstmal den Raum hier, sonst vergesse ich das im Endeffekt wieder, dass ich die eine Seite mir nicht angeguckt habe. Ich würde es fast nur nochmal zum... Ich würde es fast nur nochmal zum Recycler so gehen, aber egal. Da hängt einfach mal so halb im Tisch drin. Okay, er hängt sogar voll im Tisch drin. Nice, das ist wieder mal ein interessanter Grafikfehler. Leere Leiche, auch selten.
Was geht? Der scheint mir ein bisschen zu chillen, wie der da sitzt, oder? Der lebt noch. Anzug, Reparaturkit. Ach, guck mal. Unser Anzug. Ach nee, 77. Das scheint noch zu passen, ja. Brauchen wir noch nicht reparieren. Der hält. Also, es ist irgendwie merkwürdig. Der Anzug, der braucht echt lange, um irgendwie Energie oder sowas zu verlieren. Aber er hält nicht wirklich viel Schaden ab, wie mir scheint. Also, wir heilen uns ja so dermaßen oft im Vergleich dazu, wie selten wir eben den Anzug wieder erneuern. Das ist irgendwie merkwürdig. Da gibt keinen Sinn, weil wenn wir Schaden nehmen, müsste doch der Anzug auch als erstes mit Schaden nehmen. Sonst weiß ich nicht so richtig, wie der Schaden. Also, was sind das für Schaden, wenn er nicht unseren Stoff kaputt macht, aber uns zerstört? Das ist irgendwie, ja, komisch, merkwürdig, weiß auch nicht. Und dass hier so wenig rumliegt oder eigentlich so gut wie gar nichts, vor allem was Essen angeht, ist auch komisch. Ich gehe mal davon aus, in der Küche ist dann wieder ziemlich viel, aber hier hätte da auch noch was rumliegen können. So, dann gehen wir mal noch hier rein. Muss ich vielleicht sogar hier rein? Noch nicht. Putzraum. Keine passende Schlüsselkarte, aber der wird ja auf Garantie uns gleich reinlassen, nachdem er erfährt, dass wir alle Bösen umgebracht haben. Oh, hier liegen ja noch mehr Blumen. Liegen vor allem, wachsen. War's das? Ja. Ganz viel Blut, aber keine Leiche. Auch interessant. Na, es scheint einfach zu dem Zeitpunkt niemand gegessen zu haben, als hier die Action losgeht. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass hier einfach nichts rumsteht. Hier sind ein paar Leichen. Franz Klinger und Kate Mason. Ah, Dr. Morgan, you, was für eine Überraschung nach all der Zeit. Das hatte ich für Sie ein. Ihr Anzug. Was steht da auf dem Schild? You? Hm? M-U? M-U. Sie töten die Bestie selbst. Hm. Wenn Sie reinkommen wollen, sicher sein wollen, dann gehen Sie etwas für mich holen, ja? Hier, der Schlüssel. Für mein Zimmer. Gehen Sie. Holen Sie meinen Preis. Er ist mir wichtig. Dann reden wir vielleicht. Okay. Naja, ich will ja sowieso zu den Besatzungsquartieren, deswegen ist es mir egal, dass ich da noch hin muss vorher. Aber ich hätte halt ganz gerne zuerst in die Küche geschaut, um mir Munition herstellen zu können. Verdammt nochmal. Hier oben liegt auch nichts. Halt ein paar Leichen. Okay, nehme ich auch mit. Daisy White. Mussten sich echt Haufen Namen ausdenken. Ich würde mich nicht wundern, wenn ein paar der Namen von den Programmierern sind. Also die einfach nicht gedacht haben, so als Gag. Auch wenn es Leichen sind und es vielleicht ein bisschen makaber ist. Und das weiß ich nicht, ob das jedem gefallen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Programmierer oder halt der ein oder andere, der mit dem Spiel was zu tun hat, gesagt hat, klar, geil, coole Idee, komm, wir geben uns, oder ich will, dass eine Leiche im Spiel meinen Namen trägt. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ich glaube, ich würde das auch machen. Hätte ich auch keinen Stress mit. Haben wir jetzt alles? Also rüber zu den Quartieren. Da war auch wieder so ein Scheiß. Oder gehen wir. Was? Ist hier noch ein Phantom oder was? Oh mein Gott! Ich kann mich nicht beherrschen. Oh fuck! Die sterben dann ja, wenn sie zu nah rankommen. Scheiße! Daran habe ich gar nicht gedacht. Ach, das tut mir jetzt leid, aber. Ich lade natürlich nicht neu, aber ich speichere mal. Oh, fuck. Das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Schade. Oh, jetzt habe ich wieder irgendwie... So. Aber naja, es tut mir echt leid, aber kann jetzt erstmal nichts dran ändern. Oh, das ärgert mich. Fuck. Nein. Fuck! Hab's wieder nicht hingekriegt, aber auf... Hauptsache 1000 Schuss verbraucht. Scheiße, Mann! Wisst ihr was? Diesmal lade ich.
Ich ärgere schon, dass ich die eine da verloren habe, aber jetzt nochmal die zweite. Ich glaube einfach, die Waffe ist nicht, die schießt noch nicht weit genug. Ich muss da näher rangehen. Oh Mann. Ich will nicht, dass sinnlos Menschen sterben müssen, die ich vor allem super easy einfach bewusstlos schießen kann. Ach, fuck, ärgert mich das. Fong Fu, ich dachte gerade, der heißt Fong Yu und ist irgendwie ein Verwandter von mir, dann wäre er noch krasser gewesen. So, Executive Suites. Oh, ich habe ja sogar die Zahlenfolge, nice. Ich nehme jetzt trotzdem die Treppe. Ach, es ist gar nicht. Ach so. Ja, hier war ich ja schon mal. Ja. Alles klar. Ich dachte, man kann hier mit Elevator oder halt mit Treppe hoch, aber egal. Technopath? Hä? Was geht denn da drin ab? Scan abgeschlossen. Eigentlich ist es scheißegal, was ich von dem bekomme, weil... ich sowieso nicht, also das meiste davon nicht nehmen werde. Müssen wir jetzt nicht eine neue Info über den Technopath bekommen haben? Nö. Neue Psy-Fähigkeit verfügbar. Wo ist denn der eingeschlossen? Warum kommt man da nicht rein? Hä, was ist denn das? Ganz komisch. Meine Suite, oder? Morgen, you? Dein Quartier. Ah, das sieht genauso aus, oder fast genauso wie da, wo wir aufgewacht sind, nur dass es diesmal echt ist. Und wieder Waffen-Upgrade, das heißt, wir können unsere Pumpgun komplett ausbauen. Sehr geil. Fast kein Rückstoß mehr, 1 Million Schuss. Naja, jetzt brauchen wir halt nur noch mehr Munition. Wie, das ist leer. Was ist denn los? Hier hätte ja auch mal ein Recycler drin sein können. In der Bude. 2 Neuromods. Das heißt, wir haben jetzt unsere 8 Neuromods. Zur Not können wir also einfach den Fahrstuhl da hacken. Oh, fuck, jetzt haben wir noch... Moment, wir haben sogar 2. Nee, Moment. Die beiden haben wir drin, oder wie? Ermöglicht die Entdeckung verbotener Mimics, verringert die benötigte Zeit, um einen Scanner abzuschließen. Ist die Psi-Anzeige leer, verbraucht Kräfte stattdessen eine vergleichsweise höhere Menge Gesundheit. Oh ja, das ist so super geil, da habe ich richtig Bock drauf. Verstärkt den Schaden durch Thermalbombe. Okay, benutze ich alles nicht. Ich will jetzt auch nicht hier noch weitere Chipsätze freisetzen. Oder freischalten, besser gesagt. Weil es kostet Neuromods. Das lasse ich erstmal. Aber die neuen Chipsätze, die ich bekommen habe, die sind eh nicht so interessant. Das sind die, die ich eingesetzt habe, schon viel besser. Gedächtnisprotokolle. Autoausgabe Oktober. Calvino, Kollege. Ihm wird nichts auffallen. Eidetisches Gedächtnis. Workaholic. Perfekte Krankenakte. Keine Abwesenheiten. Okay, wir hören uns das gleich an. Ich will nochmal in Ruhe jetzt erstmal den Raum hier durchsuchen. Aha, ich dachte, das wäre was gewesen zum Lesen oder so. Das ist eine Schachtel. Im Zug des Fermi-Problems. Stellen Sie sich vor, dass es in der Galaxie Milliarden von Sternen wie unsere Sonne gibt. Viele davon wesentlich älter. Um einige dieser... Ja, das hatten wir schon mal. Hatte ich ja was dazu gesagt, wer mit dem Fermi-Paradoxon was, oder über das Fermi-Paradoxon was erfahren möchte, der sollte das einfach mal auf YouTube eingeben. Fermi-Paradoxon, da werdet ihr interessante Videos finden.
über emulierte Persönlichkeiten und das Menschsein. Der oberste Gerichtshof beabsichtigt in dieser Amtszeit eine potenziell bahnbrechende Entscheidung zu treffen. Kann eine emulierte Persönlichkeit Handlungsvollmachten erlangen? In den letzten Jahrzehnten hat sich der Öffentlichkeit immer mehr an künstlichen Helfer gewöhnt. Von persönlichen Assistenten in ihren Armbanduhren bis hin zu intelligenten Haussystemen, die daran erinnern, wohin man den Schlüssel gelegt hat. Doch jüngste Fortschritte in den Bereichen Hybrotik-Technologie sowie die Genialität der Konnektomik, der Möglichkeit, die unzähligen neuronalen Verbindungen im Gehirn zu kartografieren, haben digitale Doppelgänger sozusagen mit Wucht in die juristische Arena geworfen. Kürzlich erst gewährte Milliardär Roark Wallace nicht einem seiner Familienmitglieder, zu denen er keinen Kontakt mehr hat, sondern einer robotischen Nachbildung seiner selbst namens Ransom eine Handlungsvollmacht. Ransom emuliert Mr. Wallace Logik, seine Interessen und bis zu einem gewissen Grad auch persönliche Eigenarten, so dass beide nahezu nicht auseinanderzuhalten sind, zumindest am Telefon. Bei einer persönlichen Begegnung wird Ramsons wahre Natur aufgrund seines zugegebenermaßen schönen Körpers aus Keramik und Kohlenstoff dann aber doch unverkennbar deutlich. Unnötig zu erwähnen, dass Mr. Wallace' Familie nicht erfreut über diesen Umstand ist, besonders was Ransoms Entscheidung zur Vollstreckung von Mr. Wallace' Testament angeht. Interessant, aber so, da kommen wir auch irgendwann mal hin, also das ist eigentlich klar. Wenn wir sie vorher vernichtet haben, dann sollten wir da auch irgendwann mal hinkommen. Hm, ein bisschen Naschi-Naschi haben wir ja auch mit 43 wieder einiges. Ist echt interessant, dass das Spiel so sehr auf Essen geht, um sich wieder zu heilen. Und wenig auf Medikits. So, jetzt hören wir mal die restlichen noch an. Neuer Eintrag. Show. Danielle. Leiterin der IT. Mag dich nicht. Mag Alex noch weniger. Du musst herausfinden, warum. Nicht vergessen. Forschung. Küchenchef Mitchell. Und Emotionsoperator Hack. Dayo Ikwe wurde von Alex eingestellt. Aufgrund seiner unpopulären Haltung zu Psi-Phänomenen billig zu haben. Einer der besten Wissenschaftler der Station. Introvertiert. Weiß von den Tests. Loyal gegenüber Alex. Glaubt, dein Bruder und die Typhon könnten seine Karriere retten. Michaela Ilyushin, leitende Systemingenieurin. Ihr redet nicht miteinander. Ihr hattet eine kurze Beziehung. Du hast diese zu Beginn der Tests aber beendet. Sie glaubt, weil du ihre Krankheit entdeckt hast. Paraplexie. Zweckmäßig, aber falsch. Den Kontakt einzustellen erschien dir klug. Weniger schmerzhaft beim bevorstehenden Gedächtnisverlust. Aha. Paraplexie. Nervenerkrankung. Verhindert Nutzung von Neuromods. Erfordert aggressive Therapie zur Verhinderung von Degeneration. Macht Kandidaten untauglich für Posten auf der Talos 1. Sarah Ellisar, Sicherheitschefin. Keine Freundin. Weiß von den Typhon. Vermutet etwas. Aber nicht über deine Tests. Ist vertrauenswürdig. Vertraut Alex jedoch nicht. Oder dir. Noch nicht. Okay, interessant. Tja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch... Achso, jetzt können wir hier aber anders hin rausgucken. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö.